okay, jetzt sind wir ein bisschen weiter früher noch. Erste Besprechung. Ich bin direkt. Beide? Lass das ein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um mich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, wer will dich sehen? Na los, geh zu ihm. Ach so, hier. Ich warte hier, Schätzchen. Ich dachte, die sind im Nebenzimmer oder so. Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Ich möchte bitte gehen. Dann ersparen wir uns das alles. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Verwellen. Ja, ich finde Nathan auch ein bisschen. Weiß nicht so richtig. Das also noch nicht, was ich von ihm Foto halten soll. Von einer paranormalen Ereignisstudie. Dieser Tisch wanderte 5 mm in 3 Tagen. Von ganz allein. Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Interessant, hä? Das mache ich ja mit links. Du. Außerdem, wenn sich ein Tisch 5 mm bewegt, kann es auch einfach sein, dass jemand in der Nähe rumgelaufen ist und durch die Vibration des Bodens hätte gern die Schneekugel. Gefällt's dir? Guck mal, wenn ich den Controller bewegen muss, erstmal. Du kannst sie behalten, wenn du willst. Controller über den Tisch holen. Ja, ich behalte sie nicht. Danke. Mehr kann ich hier, glaube ich, nicht machen. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Siehst du nicht, was sein Job ist? Meine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Kennst du ihn denn schon seit langem? Ich bin nicht kooperativ, aber mit fremden Männern spricht man. Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Nein. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Nein. Naja, macht nichts. Vielleicht später, wenn wir uns alle schon ein bisschen besser kennen, okay? Und, hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster.
Cool. Erste Besprechung. Ich muss sagen, ich war richtig gesprächig. Der hat jetzt richtig viel von mir erfahren. Ja, aber mit fremden Männern, die irgendwas über mich wissen wollen, spreche ich nicht. Oh. Laptop hatte ein größeres Update als dein PC. So. Und bei der CIA. Ist schon ein bisschen komisch, oder Dystopia, aber gut. War dann wohl so. Central Intelligence Agency. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Muss ich jetzt laufen? Ja, okay, ich muss laufen. Pass auf, jetzt kommt Quicktime-Event. Komm schon, Holmes! Hopp, hopp! Reicht doch. Mein Controller macht Geräusche. Was? Wegen sie den rechten Stick, die Zeitlupe abläuft. Ja, ich hab doch. Runter durch. Ups. Ups. Ich hab nach oben. Oh, weiß ich doch nicht, was die hier machen muss. Los, fest zugreifen. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Heute noch. Ganz genau so, Holmes. Komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, Entschuldigung. Ich hab Kopfschmerzen. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Hoch oder links oder wie? Boah, dieses Spiel. Dystopia ist schuld. Wir haben eingestellt, ich spiele ganz oft mit dem Controller, aber das mache ich gar nicht. So, jetzt. Ah! Nur einmal. So, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Zur nächsten Deckung. So ein Spiel ist das. Na, Entdeckung habe ich gesagt. Also, sorry, aber ich drücke X. So. Du musst jetzt wieder in Deckung gehen! Bin ich doch. Entschuldigung. Ist nicht so einfach. Entschuldigung. Achso, X ist springen. Gut.
So, ich hab's geschafft. Ich mag Schießen auch nicht. So, der Stick. Ja, richtig, richtig. Richtig. Exzellent, Jody. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Jetzt weiter. Oh nee. Hey, ich hab doch... Anders. Ich geh jetzt nach unten, ja? Also, was denn? Muss doch ausweichen. Oder muss ich zuschlagen? So. Sag das doch gleich. Warum habe ich das auf nicht auf einfach gestellt? Oh, come on. Aus Reflex würde ich, wenn der das Knie hebt, nach oben. Schlagen. Oder nach oben wegziehen. Und nicht nach unten. Ja, ärgern macht doch viel mehr Spaß, als mich zu verteidigen. Ich möchte nicht, dass ich das tun muss. Sofort Schluss damit, Holmes! Jetzt! Verdammt, er bringt ihn noch um! Es reicht, Aiden! Es geht mir gut! Erklär deinem Ding, dass das ein Training ist. Er soll keinen umbringen. Ich kann ihm keine Befehle erteilen. Er ist eine wilde Bestie und kein verfluchtes Haustier. Wenn mir jemand wehtut, dann greift er halt an, verdammt! Wir sehen uns dann morgen. Oh, passt auf. Jetzt. Schneller! Und lass den Vetter unten! Hallo? Los jetzt! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein. Ja, ich hätte es vielleicht auch... Ich hätte vielleicht ehrlich sein sollen und sagen sollen, ich spiele nicht so oft mit dem Controller. Wäre vielleicht besser gewesen. ja, zu spät. Ouch.
Oh. Das können wir auch noch miteiden. Das wird ja jetzt einfach. Sag ich doch. Ich hab gelernt. Ich glaube, das war der Sinn von. Der Sinn von diesem Tutorial oder. Was auch immer das war. Oh nö! Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Steuerung war. Jetzt, wo soll ich hin? Hier schon was tun? Hier. Ist hier noch weiter? Hallo? Hat mich nicht gesehen! Das hätte ich vielleicht tun sollen, bevor er an mir vorbeigegangen ist, oder? Sollen die dich erschießen? Komm schon, streng dich an! Okay. Es kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ja. Ich hab doch Aiden. So. Erst die Box. So, jetzt machen wir schnell hier hinten die Box. Hey, der war gar nicht bei mir vorne. Komm schon, streng dich an. Wow. Muss ich den erst ablenken und dann rübergehen? Ja, der kommt nicht. Und nun?
Hä? Jetzt ist er nicht mehr abgelenkt. Wo muss ich denn hin? Ja, du musst schon um die Ecke. So, jetzt kann ich das nicht mehr nutzen. Und nun? Wo muss ich denn dann danach hin? Wenn ich den abgelenkt habe. Zu spät. Das war ganz offensichtlich hier. Gut, ich lenke ich damit ab. Soll ich den denn ablenken jetzt? Gehört der zu mir oder muss ich den... Aber das sind doch die unten jetzt. Warte. So. Geht der da hin? Oh. So, was müssen wir jetzt hier noch machen? Ach so, auf den kann ich einfach drauf springen, oder? Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt... Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Wir haben schon wieder Aiden da. Glückwunsch, Agent Holmes. Wenn ich die Augen von dem Typi sehe, willkommen bei der CIA. Soldaten. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde auch, ich habe mich super angestellt, ja. Ich habe von Anfang an alle Aufgaben souverän erledigt. Bin schon stolz auf mich. Ach Gott. Gejagt. Ich mache das sehr gut. Das finde ich auch. Nicht. Aber dann habt ihr zumindest was zu lachen und ich auch. Von daher passt das schon.
beide. Aufstehen. Hör auf damit. Mal gucken, was sie noch so machen kann. Ui, was ist denn da passiert? Der gute Kaffee. Ach Mensch. Schade. Der Zug hat gewackelt. Das okay, ich hör auf. Du kriegst sonst Nasenbluten. Entschuldigung. Komm, ich hab nicht geschlafen seit 3 Tagen. Bis gleich, okay, Julia. Ich bin müde. Interessant, dass solche Leute bei der CIA angenommen werden. Im Grunde hat sie das von einem Psychopathen. Ja. Ich muss weitermachen als... als er. Kann nicht aufhören. Es reicht, Aiden. Fuck, lass mich schlafen. Nein. Ich war doch vorhin auch im Putsch. Ich würde gern aufhören, aber ich kann nicht. Ich glaube, wir kommen gleich an. Ah, okay. Oh, die suchen uns. Stimmt ja. Wir haben ja am Anfang... Oh, da hört die Reichweite auf. War ja auch nicht lang. Okay, was soll ich tun? Ach so. Ich sollte einfach wieder in den Zug gehen.